Beitrag verpasst? Kein Problem. Ob Politik, Sport oder Unterhaltung. Im Radio Trausnitz Podcast werden Sie fündig. Radio Trausnitz hier. Schönen guten Morgen, Niederbayern. Ja, 1 Million Elektroautos. Das will die Bundeskanzlerin Merkel auf den deutschen Straßen sehen. Bis zum Jahr 2020. So lange ist da auch nicht mehr hin. Letzte Woche hat die Regierung dazu sogar ein Gesetzespaket vorgestellt. Tja, und ganz vorne dabei die Fachhochschule Landshut. Die stellt uns heute ihr neuestes Projekt vor, nämlich den EMG. Bei mir im Studio zwei Maschinenbaustudenten, Christoph Weinzel und Paul Walczok. Schönen guten Morgen. Was ist denn das für ein Projekt, Christoph? Wir sind 30 Studenten, wir werden betreut von zwei Professoren und wir möchten einen MG umbauen auf rein elektrischen Antrieb und eben nicht wie bisher bei unserem letzten Projekt mit einem Hybridfahrzeug verbinden, sondern rein elektrisch betreiben. Ihr habt aber jetzt nicht erst nach der Ankündigung der Bundesregierung damit angefangen, oder? Also das Projekt hat jetzt dieses Semester begonnen. Es ist so geplant, dass wir dieses Semester das Auto so weit zusammenbauen, damit es schon die ersten Kilometer fahren kann. Aber die weitere Optimierung und eventuelle Ausbaustufen sollen dann in späteren Abschlussarbeiten und in weiteren Konstruktionsarbeiten abgeschlossen werden. Okay, und wie schaut's mit den Fahrleistungen aus von eurem Elektroauto, Paul? Wir werden einen Elektromotor mit 204 PS einbauen, der beschleunigt das Auto in 5,2 Sekunden von 0 auf 100. Wow. Und wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 166 km/h. Und die Reichweite ist auch sehr in Ordnung und das sind 170 Kilometer. Ja, nicht schlecht für die Stadt, auch absolut okay. Danke einstweilen, Christoph und Paul, wir sprechen später noch weiter. Maschinenbaustudenten der FH Landshut entwickeln gerade ihr eigenes Elektroauto. Ja, bis 2020 sollen 1 Million Elektroautos auf den deutschen Straßen sein, so will es Kanzlerin Angela Merkel. An der Fachhochschule Landshut, da gibt es aktuell ein Projekt, das genau in diese Richtung geht. 30 Studenten und zwei Professoren bauen aus einem normalen Auto ein Elektroauto. Mit dabei sind Christoph Weinzierl und Paul Walczok und die Fahrt zur Tankstelle ist dann mit dem Auto Geschichte. Paul, erklär mal, wie das Auftanken dann bei eurem Auto funktioniert. Das Auftanken, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachere ist natürlich über Nacht an der ganz normalen Haussteckdose. Das dauert dann in etwa 8 Stunden. Aber es gibt auch noch die Option, dass man ein Schnellladegerät einbaut und es lädt dann, je nachdem, was die Steckdose zu Hause hergibt, in 2 Stunden den gesamten Akku wieder auf. Da fällt mir jetzt gerade ein, ihr baut ja ein ganz kleines Auto um, einen Zweisitzer MG, so ein Sport Cabrio ist das. Funktioniert euer Konzept überhaupt in, ich sag mal, normalen Autos? Natürlich ist es möglich. Unser Konzept ist einfach, ein kleines, sportliches, agiles Fahrzeug zu bauen für den stadtnahen Bereich. Und da genügt der MG vollkommen. Ihr baut ja das Auto nicht nur für euch. Die Radio Trausnitz-Hörer bekommen auch einen Einblick in eure Arbeit, oder Chris? Das ist richtig, wir haben eine eigene Homepage eingerichtet, www.electric-mg.de und dort findet man aktuelle Infos, wo wir weit mal gerade sind, was wir schon gemacht haben und da werden wir auf dem Laufenden gehalten. Und Fotos gibt es da auch zu sehen? Natürlich sind da Fotos drin, sind schon aktuell auch drin, wir haben bereits den konventionellen Antriebsstrang ausgebaut und da sind natürlich auch alle Fotos drin, die wir gemacht haben. Und ein paar Fotos und Infos zu diesem Projekt an der FH Landshut haben wir auch auf unserer Homepage radio-trausnitz.de. Und um 7:45 sprechen wir weiter, unter anderem darüber, was man denn so hinblättern muss für so ein Elektroauto. Schönen guten Morgen, 7:12. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kästner hat das mal gesagt. Und die Maschinenbaustudenten an der FH Landshut, die nehmen sich das auch zu Herzen. Sie bauen ein ganz normales Auto auf Elektroantrieb um. Bei mir zu Gast heute die Studenten Christoph Weinzierl und Paul Walczok. Elektroautos sind ja umweltfreundlich. Wir haben vorher schon drüber gesprochen, wenn sie mit Ökostrom betankt werden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die sind doch auch teuer, oder? Es ist natürlich schon richtig, dass das momentan zum Beispiel in Sachen Batterien noch etwas teuer ist, aber man muss einfach die Entwicklung auch ein bisschen abwarten. Zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit einem Handy, das hat vor 30 Jahren noch $4.000 gekostet. Heutzutage kriegt man das ab $20, $30.
Das heißt, auch in den Batterien wird sich da sehr viel tun und die Preise werden da sehr schnell nach unten gehen. Beispiel haben wir auch in China zum Beispiel, da laufen aktuell auch schon 20 Millionen Elektroroller. Und da sollten wir natürlich auch als Hochschule eine Vorreiterrolle spielen und somit mit der Entwicklung mitgehen. Wie viel kostet denn euer umgebautes Elektroauto, Chris? Ja, wir gehen von ungefähr 60.000 Euro aus. Man muss aber jetzt wissen, also jetzt nicht angstkrank, dass jetzt ein normales Auto 60.000 Euro kosten soll, so ein kleines. Das ist natürlich alles Prototypenfertigung. Das sind alles Einzelstücke, das ist extrem teuer. Ja, so Prototypenpreise sind ganz schön knackig. Deshalb habt ihr auch noch was auf dem Herzen, gell? Wir sind natürlich auf die Unterstützung von etablierten mittelständischen Unternehmen aus der Region angewiesen. Über jedes Engagement freuen wir uns, egal ob das jetzt eine finanzielle Spende ist oder eben mit Equipment, das wir für in unser Auto einbauen können. Ich hoffe, dass es jetzt einige Firmenchefs gehört haben und euch dabei unterstützen. Alle Infos, Fotos und so weiter finden Sie übrigens im Internet unter electric-mg, also mg.de oder noch viel einfacher auf unserer Homepage. Da kommen Sie dann auch direkt auf die Homepage radio-trausnetz.de. Vielen Dank euch beiden fürs Gespräch. Und wenn Sie jetzt noch mal alles zum Thema Elektroauto der FH Landshut nachhören wollen, einfach auf unsere Homepage gehen, radio-trausnetz.de, und da stellen wir dann alles als Podcast online. Menschen aus Niederbayern, nur bei Radio Trausnitz.